Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ratet mal, wo ich bin. Genau, gegenüber von McDonald's. Das Kopf versitzt, das Barthaar geht wieder auseinander durch den Wind. Wie geht es euch? Ich hoffe gut. Ich wollte euch was sagen. Liebe Geschwister, viele denken, Mensch, kann ich mal leise sein? LKWs hier, das hört ihr mich gar nicht. Viele denken, man könnte nicht glücklich sein ohne Party, ohne Musik und so weiter fort. Habe ich auch gedacht. Aber wisst ihr was? Wenn man Allah hat, ist alles andere uninteressant. Denn das ist das. Allah ist das A und O. Allah ist das A und O. Alhamdulillah. Und das ist der einzige Weg, wie man glücklich wird. Man kommt im Leben immer zu Entscheidungen. Entscheidungen. Du gehst jetzt eine Entscheidung und diese Entscheidung führt dich in eine Richtung. Dann kommst du wieder an eine Entscheidung und die Entscheidung führt dich in eine Richtung. Und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, dein ganzes Leben hängt ab von Entscheidungen. Je nachdem, welche Entscheidung du triffst, wird es dir gut gehen oder schlecht gehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt dir, welche Entscheidungen du nehmen musst, damit du zum ewigen Glück kommst. Glaub es mir. Und diese Entscheidungen, wie du die richtigen Entscheidungen triffst, das findest du im Koran und in der Sunna. So, jetzt habe ich zum Beispiel die Entscheidung. Gehe ich zum Burger King und esse dort Fleisch, oder gehe ich zum Burger King und esse dort einen Veggie-Burger, oder esse ich irgendwas anderes? Denn das Fleisch ist nicht halal geschlachtet dort. Kann ich nicht essen. So, was machen wir jetzt? Ist meine Lebensqualität jetzt so gesunken, wenn ich das Fleisch dann nicht essen kann? Ich weiß gar nicht, wie einige Leute denken. Man macht sich das Leben so, boah, ist alles so schwer. Ist gar nichts schwer. Islam ist einfach, Alhamdulillah. Du hast 10.000 Alternativen. Also Leute, macht's gut und denkt dran, das Haar sitzt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.